Liebe Zuschauer, seit den 80er Jahren treffen sich die Notenbanker der Welt in Jackson Hole. Das ist auch für deutsche Verhältnisse eine kleine Stadt in Wyoming. Aber die Ergebnisse können große Auswirkungen haben, was dort unter Umständen rauskommen kann. Es geht zum Beispiel um die Frage, wer wird Chef der wichtigsten Finanzinstitution der USA, der Fed? Und was geht in Sachen US-Infrastruktur und Steuerreform? Und wie verfährt Mario Draghi mit seinem Team künftig mit den Anleihekäufen? Und folglich liegt der Fokus auf Janet Yellen und Mario Draghi. Letzterer ist zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder dabei. Erstere vielleicht zum letzten Mal. Wie reagieren Euro und Dollar auf diese Entscheidungen und wie entwickeln sich die Währungen schon im Vorfeld? Wir hatten eine längere Schwächeperiode im Dollar. Hält die jetzt an? Unser Zertifikate-Spezial mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Blumenroth. Guten Tag, Frau Herz. Tja, Jackson Hole und die wichtigste Finanzinstitution Fed ist natürlich auch vertreten. Was dort von ihr besprochen wird, hat nicht nur Auswirkungen auf die Konjunktur in den USA, sondern auch auf die Weltwirtschaft. Umso wichtiger, was Janet Yellen bekennt zur Inflation zum Beispiel. Die ist in den USA niedrig, respektive zu niedrig, sagt sie. Aber wo ist da eigentlich das Problem? Ja, das Problem ist, seit 5 Monaten landen die Inflationsraten immer knapp unter den Schätzungen. Momentan sind wir, glaube ich, bei 1,2%, was natürlich ein ganz Stück entfernt ist von dem Ziel von der Fed von 2%. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass die Löhne nicht so steigen, wie man eigentlich erwarten könnte. Mhm. Es gibt da jetzt für die Fachleute sowas wie die Phillips-Kurve. Das ist so eine Annahme, die Löhne steigen und daraufhin müssen natürlich die Firmen irgendwann die Preise erhöhen. Die Preise werden erhöht, die Inflation steigt. Also ganz einfach Milchmädchenrechnung. Aber die Löhne steigen nicht so stark, wie sie jetzt bei dieser annähernden Vollbeschäftigung in den USA eigentlich steigen müssten. Das gibt verschiedene Gründe dafür. Das würde die Zeit ja nicht für ausreichen. Also hauptsächlich Globalisierung. Und es sind halt auch nicht unbedingt die Jobs, bei denen jetzt die Angestellten viel mehr verlangen können. Wenn sie jetzt sagen würden, sie treten in Streik, die sind nicht mehr so gewerkschaftlich organisiert. Also die Lohnentwicklung lässt zu wünschen übrig. Und das hat dann natürlich direkten Einfluss auf die Inflationsrate. Nun ist es nicht nur in den USA so, dass die Inflation unter den ominösen 2% ist, sondern es ist auch in der Eurozone, ist in Deutschland so. Warum sind diese 2% von den Notenbankern so festzementiert? Gerade Deutschland macht ja auch vor, dass man mit weniger Inflation ganz gut leben kann. Ja, absolut. Momentan sieht es ja in Deutschland richtig gut aus, was die Wirtschaftsdaten angeht. Jetzt auch kam vorhin noch der Einkaufsmanager-Index. Gerade in der verarbeitenden Industrie, das sind Rekordzahlen, die hier fast uns um die Ohren gehauen werden. Der IFO-Index auf Allzeithoch. Bruttoinlandsprodukt steigt 2%. Also ich sehe das Problem ehrlich gesagt auch nicht. Es hat sich irgendwann vor Jahren, haben sich die Zentralbanken mal zusammengesetzt, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es Jackson Hole war, und gesagt, 2% wäre so ein Niveau, was die Inflationsrate haben sollte, damit wir weit genug von der möglichen Deflation entfernt sind. Also ganz ehrlich gesagt, ob die Inflationsrate bei 1,5 oder 2% ist, da sollte eigentlich kein Hahn danach krähen. Mhm. Es wird vielleicht ein bisschen künstlich aufgeblasen von den Notenbanken, weil sie diese 2% erreichen möchten. Auf absehbare Zeit sieht es nicht so aus, als ob weder die Fed noch die EZB noch in Japan in der Zentralbank das erreichen kann. Also da würde ich ein bisschen entspannter eigentlich drauf achten. Okay, wir schauen uns mal in einem Beitrag an, was Inflation eigentlich bedeutet. In Deutschland wurden Lebensmittel gerade wieder teurer, Fleisch etwa um ca. 3%. Mieten trugen mit 1,8% dazu bei, dass die Verbraucherpreise insgesamt zulegten. Dazu die Urlaubsreise, die rund 4% teurer wurde. Dennoch ist das Inflationsziel der EZB oder auch der Fed in den USA von 2% nicht erreicht. Genau dieses Niveau wäre für die Konjunktur aber ideal, sagen die Notenbanker. Doch obwohl die Wirtschaft vor allem in der Eurozone auf Erholung ist, kommt die Inflation nicht in Gang. Und in den USA stehen die konjunkturellen Zeichen schon auf Gelb. Viele Analysten erwarten nicht, dass Donald Trump seine Stimulusmaßnahmen zu Infrastruktur und Steuern wie erhofft umsetzt. Damit könnten Unternehmen gezwungen sein, Investitionen zu verschieben. Dadurch würde die Fed die Zinserhöhung weiter in die Ferne schieben müssen. Die Folge: ein noch stärkerer Euro in Europa und keine Wende der Geldpolitik. Hier wie dort nicht. Also wir haben schon gesagt, Inflation ist relativ niedrig. Hier wie dort, diesseits wie jenseits des Atlantiks, die Zinsen in den USA bleiben es? Fragezeichen also auch? Oder was wird denn mit diesen angekündigten Zinserhöhungen der Fed, wenn noch eine in diesem Jahr kommen soll und 3 in 2018?
Also da wettet der Markt eindeutig dagegen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Die FED hat auch in der Historie ihre Zinserhöhungserwartungen viel zu hoch zu schrauben. Momentan preist der Markt ein mit ungefähr ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass die FED überhaupt in diesem Jahr noch einmal tätig werden wird. Auch Anfang nächsten Jahres kann man sich das aus Gründen, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen, schwer vorstellen, dass die FED dann zur Tat schreiten wird. Momentan, die Märkte erwarten eine einzige Zinserhöhung bis Ende 2018. Die FED erwartet 4 Zinserhöhungen, wie Sie sagten. Also da werden wir uns noch irgendwie anpassen müssen. Das wird wahrscheinlich eher die FED sein, die sich anpassen muss. Also die Prognosen der FED waren ja schon in der Vergangenheit dann nicht immer so, was sie in der Tat umgesetzt hat. Und sie müsste sich eher der Realität stellen, als dass der Markt falsch liegt. Ja, absolut. Also der Markt hat in den letzten Jahren richtig gut gelesen, was im Endeffekt bei rauskommt. Anfang des Jahres war ein bisschen überraschend, dass März und Juni die Frau Yellen wirklich 2 Zinserhöhungen uns auf den Tisch gehauen hat. Aber momentan wird auch die Rhetorik der FED ein bisschen zurückgehalten. Es sieht aus, als wäre eine Zinserhöhungspause angesagt. Okay. Sie schrieben in einem Ihrer Morning Briefings, aktuell wird die Fähigkeit der US-Regierung, irgendwas auf die Beine zu stellen, ausgepreist. Nun kann es ja aber sein, dass Donald Trump mit seinem Team doch noch was wuppt. Wie wahrscheinlich ist das nach der jüngsten Rhetorik? Und dann könnte die FED doch die Zinsen erhöhen. Ja, definitiv. Das ist die große Unbekannte. Also jetzt Donald Trump war ja 17 Tage in Urlaub. Man dachte, man hat ein bisschen Ruhe. Stattdessen ist das halbe Weiße Haus entlassen worden. Also es ist schwer, dann irgendwie so eine Linie zu finden, weil es gibt, glaube ich, keine Linie, die Donald Trump fährt. Aber in den letzten Tagen kamen so ein bisschen Gerüchte von den angeblichen Insidern, heißt immer das. Kongress und US-Finanzministerium sich auf die groben Züge einer Steuerreform geeinigt hätten, also insbesondere auf die Gegenfinanzierung. Sollte wirklich eine Steuerreform geliefert werden im Herbst und auch wenn diese nicht so phänomenal ist, wie Donald Trump es angekündigt hat, dann könnte das die FED dann doch dazu bewegen, aggressiver vorzugehen, als wir momentan denken. Ist das noch die Entscheidung, die Frau Yellen dann mit dem Team trifft oder wird das womöglich schon ein neuer FED-Chef sein? Das könnte durchaus ein neuer FED-Chef sein. Am 4. Februar läuft ihr Kontrakt aus als Präsidentin der FED. Momentan sind 2 Namen im Gespräch. Einmal Frau Yellen selbst, aber das ist ungefähr so 15% Wahrscheinlichkeit, weil Donald Trump sich doch wieder nett über sie geäußert hat. Favorit momentan ist der Wirtschaftsberater Gary Cohn, der von Goldman Sachs zu Donald Trump gekommen ist. Er hat zwar den Auftrag, einen FED-Chef zu suchen, man munkelt aber, dass er zu dem Entschluss kommen könnte, er selbst wäre der Beste. Der Job würde ihm wohl auch gefallen, unabhängig da zu agieren. Er hat ja auch ein sehr großes Standing und deswegen die Märkte preisen momentan auf den verschiedenen Kanälen mit 2/3 Wahrscheinlichkeit ungefähr ein, dass Gary Cohn werden könnte. Das ist eine Entscheidung, die jetzt im September, Oktober allmählich mal vorbereitet werden müsste. Was hätte das für Folgen? Tendenziell hat er eigentlich einen ganz guten Ruf. Goldman Sachs hat so ähnlich angefangen wie ich als Rohstoffhändler, also kann ja nichts Falsches sein. Aber ja, genau, schauen wir mal, was Ihre Prognose ist. Er gilt also als einer der fähigen Köpfe in dem Team von Donald Trump. Und er ist halt auch ein bisschen, sagen wir, vielleicht ein bisschen mehr falkenhaft, also ein bisschen mehr Zinserhöhung zugeneigt als Frau Yellen. Aber generell hat er einen recht guten Ruf. Und das könnte sein, dass deswegen auch im März keine Zinserhöhung kommt, weil er erstmal sich dann einarbeiten müsste und schauen müsste, wie das ganze Team zusammenläuft. Es müssen auch noch mehrere, sind noch 2 andere Plätze vakant, die auch in der FED besetzt werden müssten. Würde denn im Vorfeld Janet Yellen, Stichwort Jackson Hole, dann aber noch bekannt geben, dass die US-Notenbank ihre Bilanz reduzieren wird oder schiebt man das dann auch eher dem neuen oder der neuen alten Vertreterin zu? Nein, da gehen wir davon aus, dass das jetzt im September, 20. September ist die nächste FED-Sitzung, dass da eine Entscheidung fallen wird. Das wäre aber auch in extrem homöopathischen Dosen. Also Janet Yellen hat es ja letztes Mal schon angekündigt, das sind dann, glaube ich, 4 Milliarden Euro im Monat, die Bilanz verkürzt werden könnte. Bei einer Bilanzsumme von 4 Billionen ist das nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ein Tröpfchen. Okay. Könnte natürlich dann an Fahrt gewinnen, wenn die US-Wirtschaft sich gut entwickelt. Es wäre zumindest mal ein Einstieg in den Ausstieg aus oder ein Einstieg in die Bilanzverkleinerung. Und wir denken, Janet Yellen würde das gerne noch vor dem Ende ihrer Amtszeit in die Wege leiten. Wie viel traut man denn Mario Draghi in Jackson Hole zu? Dass er seine Anleihenkäufe irgendwann mal verringern muss, das ist unvermeidlich. Zumal, wenn sich jetzt auch die europäischen Gerichte wieder mit dieser Problematik beschäftigen. Aber wie realistisch ist es denn, dass er da mal was sagt oder mal ein Datum, eine Aussicht? Irgendwann muss er ja mal liefern. Also die Märkte hatten da schon erwartet, dass was kommt. Die Optionspreise jetzt um Jackson Hole herum wurden ziemlich teuer gepreist in den letzten Wochen. Jetzt hat wieder laut Reuters ein angeblicher Insider gesagt, Mario Draghi würde nicht über dieses Thema reden, weil er sich im EZB-Rat verpflichtet hätte, das intern in den EZB-Sitzungen zu machen.
Das kann ich auch kurz dazu sagen. Mario Draghi hat vor wenigen Minuten in Lindau eine Rede gehalten, wo er überhaupt nicht auf dieses Thema eingegangen ist. Mhm. Das bedeutet, dem Jackson Hole wird er wahrscheinlich auch sich diesem Thema nicht nähern. Und wir werden auf die nächsten ein oder zwei EZB-Sitzungen warten müssen, bis sich da Näheres konkretisiert. Okay, dann hoffen wir mal, dass außer Spesen vielleicht doch noch mehr gewesen sein wird. Aber er hat sich mehrfach geäußert zum Euro. EZB fürchtet, dass der Euro überschießt. Wir beide sprachen schon mehrfach in den Sendungen darüber, wie sich der Euro gerade entwickelt. Muss man aber sehen, es ist ja nicht der Euro alleine. Der Dollar schwächelt ja zu vielen Währungen, zu allen wichtigen Währungen auf der Welt. Was ist dann dahinter die Sorge der EZB, wenn es um das wohl wichtigste Währungspaar Euro-Dollar geht? Ja, die Sorge ist dann ganz klar, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, je höher der Euro ist, desto billiger werden natürlich dann auch Importe aus den USA oder anderswoher, was bedeutet, die Inflationsrate wird weiter gedrückt werden. Aber wie Sie zu Recht auch sagen, Euro-Dollar sieht natürlich beeindruckend aus auf dem Chart. Wir sind hier ordentlich angestiegen. Bei der letzten EZB-Sitzung waren wir noch bei 1,15. Jetzt sind wir seit einem Monat ungefähr in der Range 1,16,5, 1,19. Also überschießen sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Jetzt momentan sind wir ungefähr 1,17,50. Genau da ist der Euro damals geboren worden, sozusagen. Wir waren schon bei 1,40, bei 1,60. Also ich sehe da noch kein größeres Problem. Zumal Sie auch sagten, der US-Dollar verliert gegen andere Währungen teilweise noch mehr an Wert, gegen mexikanische Währung, gegen den schwedischen Krone, gegen den kanadischen Dollar. Also es ist nicht einfach eine Euro-Stärke, sondern eher eine Dollar-Schwäche. Und generell aber, das Thema ist erwähnt worden in der letzten EZB-Sitzung. Die EZB beobachtet das Ganze. Das könnte ein Thema in Jackson Hole werden oder bei der nächsten EZB-Sitzung. Wir achten da genau auf die Wortwahl, die hier verwenden wird, ob das significant ist, ob es very important ist. Dann kommen die Analysten, stürzen sich drauf. Momentan, die EZB hat es am Schirm, aber ich glaube nicht, dass beim derzeitigen Niveau da für die EZB ein Problem wäre. Aus Sicht der Anleger, ist welches Niveau ein Problem, beziehungsweise wie geht man jetzt am besten mit dem Euro-Dollar rum, wenn man schon auf Werten sind, die wir lange nicht gesehen haben? Ja, definitiv. So ein ganz großes Level ist natürlich die 1,20. Das wirkt schon mal optisch groß. Ja. Und da waren wir seit 3. Januar 2015 nicht mehr gewesen. Wir sind damals wie so ein Stein runtergestürzt. 1,20 würde, glaube ich, viele noch mehr in den Markt hineinziehen. Aber wie gesagt, wir sehen jetzt die letzten Tage schon, so in den letzten Wochen schon so ein bisschen so eine Seitwärtsbewegung. Und deswegen denken wir, 1,20, so zwischen 1,20 und 1,25, da würden die Verkäufer auf den Plan treten. Also Exporteure zum Beispiel hier würden sich dann hedgen dagegen. Sie haben dafür einen Put-Optionsschein mitgebracht. Barriere ist sogar noch ein bisschen höher als 1,20. Aber was genau ist ein No-Touch? Ein No-Touch, das ist ein Produkt, was eine Barriere hat, die nicht berührt werden darf oder überschritten in dem Fall während der Laufzeit. Die Laufzeit ist der 6. Oktober. Das ist bewusst recht kurzlaufend gewählt, weil natürlich das Risiko ist, dass es im Herbst ein bisschen was in Bewegung reinkommt. Wir sind 5 Cent ungefähr davon entfernt. Diese Barriere darf, wie gesagt, nicht berührt oder überschritten werden. Ansonsten verfällt der Schein nahezu wertlos. Wird diese Barriere nicht berührt und überschritten bis zum 6. Oktober, dann bekommt der Anleger die maximale Rückzahlung von 10 Euro. Ich glaube, momentan kostet der Schein ungefähr 8,70 Euro. Also das wäre dann eine recht ordentliche Rendite für die recht kurze Laufzeit. Ordentliche Rendite für eine recht kurze Laufzeit. Sie haben noch was anderes mitgebracht auf die gleiche Laufzeit, ebenfalls bis Oktober. Und das ist ein Inline-Optionsschein mit 2 Barrieren, wobei das Risiko hier vielleicht nicht dringend auf der Unterseite liegt, oder? Nein, richtig. Denke ich jetzt nicht. Auch Anleger natürlich, die jetzt eine klare Meinung haben, können sich mit einem Knockout-Optionsschein also auch positionieren. Hier 1,23 ist eine ähnliche Barriere auch. Ich wollte damit nur den Unterschied mal zeigen. Es gibt auch natürlich viel engere Barrieren oder weitere. Aber auch hier gibt es Barriere darf weder oben noch unten berührt werden. Dann hat der Anleger die Chance auf eine maximale Rendite von fast 13% bis zum 6.10. Aber Vorsicht, spekulatives Produkt natürlich. Sobald wir uns der Barriere nähern, würde der Schein auch recht stark an Wert verlieren. Okay, was gäbe es noch an Alternativen, wo man sagt, man muss ja nicht unbedingt einen Knockout nehmen? Genau, man könnte zum Beispiel jetzt für den Anleger, würde ich jetzt nicht unbedingt Knockout-Scheine nehmen, die sehr nahe Barrieren haben, sondern vielleicht die klassischen Optionsscheine Call oder Put. Der Vorteil, den der Anleger daran hat, ist, dass momentan, dass wir uns jetzt einen Monat in der Seitwärtsrange bewegen und wenn jetzt Jackson Hole auch ein Non-Event werden wird, die Volatilität ist recht niedrig, die Optionspreise sind recht günstig. Der Anleger könnte dann auch profitieren, wenn Bewegung im September oder Oktober in den Markt ankommt. Wäre also etwas, je nach Marktmeinung, ob der Anleger bullisch oder bärisch für den Euro ist, könnte er sich das mal anschauen. Okay, Michael Blumroth, vielen Dank. Gerne.
Liebe Zuschauer, es besteht die Gefahr, dass Jackson Hole ein Non-Event wird, weil ein paar bahnbrechende Entscheidungen vertagt oder eben nicht gefällt werden. So wird sich Mario Draghi vielleicht nicht äußern, wann er denn sein Anleihenkaufprogramm zu Ende bringen möchte und wie. Und auch wer Janet Yellen im Amt vielleicht nachfolgen könnte, ist vielleicht eine offene Frage. Und so halten sich Investoren aktuell zurück und das könnte danach auch weitergehen. Der Euro-Dollar jedenfalls auf Jahressicht sehr ordentlich gestiegen, was aber eher eine Dollarschwäche ist, weil der Dollar zu vielen Währungen nachgegeben hat. Knockout-Produkte, Barriere also nicht unbedingt sehr nahe setzen, denn es könnte ja sein, dass Jackson Hole doch Überraschungen bietet. Wenn das so ist, natürlich bei uns.